Das ist die IWC Big Pilot 46mm Top Gun und diese Uhr zeigt perfekt, was IWC kann und was sie leider nicht können. Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Heute möchte ich mit euch, wie bereits angedeutet, über die IWC Big Pilot Top Gun sprechen und was mich an der Uhr stört, was mir an der Uhr gefällt und was IWC einfach nicht hinbekommt. Aber bevor wir dazu kommen, einfach mal die Hard Facts zu dieser Uhr. Wie gesagt, das ist die IWC Big Pilot Top Gun, Referenznummer 5019-01. Die Uhr hat einen Durchmesser von 46,2 mm, ist 15 mm dick, hat eine Bandbreite von 22 Metern und ein Lack-to-Lack von, keine Ahnung, 3 Meter oder irgendwie sowas. Als Werk verbaut die IWC der Manufakturwerk Serie 5000 mit den 7 Tage Gangreserve und die Uhr kostet beim Kanalsponsor Konex 10.160 Euro. Soviel zu den Fakten. Wie bereits erwähnt, diese Uhr ist mir von Konex zur Verfügung gestellt worden. Vielen lieben Dank hierbei. Für alle, die Konex nicht kennen, Konex ist einer der größten und auch besten Online-Uhrenhändler aktuell. Da gibt es alles von Rolex, Omega über IWC, Patek und AP und immer den Graupreis. Das heißt, bei manchen Modellen zahlt ihr mehr als Listenpreis, bei manchen spart euch aber ganz schön viel. Und diese Uhr ist eine dieser Modelle, denn die kostet Liste deutlich über 10.000 Euro und bei Konex kostet sie 10.160 Euro. Mit dem Code TheWristGuySpecial bekommt ihr übrigens bis Ende des Monats noch doppelten Rabatt. Und darüber hinaus mit dem Code TheWristGuy regulären Rabatt unterstützt damit auch noch mich und den Kanal, wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar. So, die Leute von euch, die meinen Kanal schon etwas länger beobachten oder meine Videos schon etwas länger schauen, wissen, dass ich eine sehr, sehr, ja, Hassliebe-Relationship mit der Marke IWC habe. Das ist eine fundamentale Fehlfunktion dieser Uhr. Thema IWC, weil die haben etwas gemacht, wo ich mir einfach denke, warum? Warum macht ihr das? Das hat einfach den Grund, also ich liebe die Marke, denn die erste richtig, richtig high-end teure Uhr in unserer Familie hat sich mein Vater gekauft. Das war 2012. Das war eine Big Pilot Perpetual Calendar. Und das war damals die teuerste Uhr, die ich jemals gesehen habe, mit über 30.000 Euro Listenpreis. Und damals dachte ich schon, oh mein Gott, was ist das für ein Teil? Und natürlich irgendwann bin ich so verrückt geworden wie ihr alle. Und dann entdeckst du natürlich mehr Uhren, mehr verschiedene Marken und merkst, was IWC gut kann und was IWC eben nicht gut kann. Und ich habe schon öfter mal deutlich gesagt, was ich finde, dass sie nicht gut können. Und genau diese Punkte seht ihr in dieser Uhr einfach wieder und das macht mich einfach innerlich so traurig. So, ich werde jetzt mal ein bisschen über diese Uhr sprechen und ihr werdet am Ende des Videos sehen, warum IWC hier sehr viele Chancen vertan hat. So, was unterscheidet aber diese Top Gun von der normalen Big Pilot? Ganz einfach, die Top Gun ist aus Keramik. Das ist nicht geschwärztes DLC, das ist Keramik und das erste Problem, das ich mit dieser Uhr habe, ist eben das Gehäuse, denn es sieht aus wie geschwärztes DLC. Das hat den Grund, dass IWC es so bearbeitet wie DLC, beziehungsweise IWC bearbeitet es überhaupt nicht. Und wir sehen das bei Omega, wir sehen das bei Blancpain, also bei vielen Marken der Swatch Group, dass du Keramik auch richtig, richtig mega gut verarbeiten kannst, mit Politur, mit Schliffen. Zum Beispiel die Stahlvariante hat eine glänzende Lünette, hat eine glänzende Anlierung an den Kanten. Warum hat es nicht die Keramikvariante? Ich frage mich das. Und ich glaube, es hat zu tun mit den Kosten. Denn es ist natürlich extrem teuer und aufwendig, Keramik irgendwie richtig zu bearbeiten. Und du brauchst dafür natürlich Diamantwerkzeug, weil Keramik ist eines der härtesten Stoffe der Welt. Und wenn du das halt nicht hast oder nicht möchtest oder nicht kannst, aus welchem Grund auch immer, dann machst du es halt einfach nicht. Aber ich finde, das Gehäuse sieht so einfach unfertig aus. Das erinnert mich an das Gehäuse der Moonswatch, weil es fühlt sich genauso an, es sieht genauso aus, es ist genauso leicht. Also was ist dann der Point, dass du das überhaupt aus Keramik machst, wenn du es nicht vernünftig verarbeitest? Und dieser Punkt wird meiner Meinung nach noch unterstrichen mit ein paar diversen Aspekten dieser Uhr, nämlich Krone und Schließe, die nämlich nicht aus Keramik sind, aber dazu komme ich gleich. Also auf jeden Fall, das Gehäuse ist aus Keramik, komplett matt bearbeitet, relativ flach für die Größe der Uhr, das heißt, sie trägt sich nicht so gigantisch, wie sie eigentlich ist. Das muss ich IWC sehr zugute halten, denn die Uhr trägt sich mit 46 mm überraschend kompakt, also sie trägt sich wie eine 44 mm ungefähr. Das Ganze wird noch durch das Band unterstrichen, denn das Band ist extrem bequem. Also das ist eines der bequemsten Bänder, die ich jemals gesehen habe und IWC kann Bänder und Schließen wirklich gut machen. Und ihr seht das hier, ich kann die Uhr überraschend gut tragen, obwohl sie einfach absolut riesig ist. Aber
sprechen, einfach unfassbar bequem. Was mir an dem Band noch sehr gut gefällt, ist, dass es die Überlänge hat, und zwar die asymmetrische Überlänge. Also ihr seht es hier sehr deutlich. Diese Seite ist deutlich länger als diese Seite. Die kurze Seite schaut zu euch, die lange Seite schaut weg von euch, und da sie in Überlänge ist, schaut sie euch dann wieder an. Und manche würden sagen, das ist falsch rum, aber mir gefällt es extrem gut und ich finde, das macht die Uhr nochmal deutlich maskuliner. Dazu kommt, dass wir hier eine Bandbreite haben von 22 mm, aber das Band verjüngt sich. Also man sieht das hier so ein bisschen, das Band hat so eine Stufe drinnen und das macht die Uhr nochmal ein bisschen tragbarer. Einerseits filigraner, andererseits nochmal tooliger und etwas maskuliner, und ich finde das sehr, sehr gut. Bei der Schließe bin ich mir nicht so ganz sicher. IWC, ihr habt bei der Schließe zwei Chancen verpasst. Erstens, sie ist nicht aus Keramik, und zweitens, wenn ihr sie aus Titan macht, dann macht sie doch bitte im selben Farbton wie die Krone. Denn die Krone ist deutlich dunkler als die Schließe. Das zeigt mir, dass hier vermutlich eine fertige Schließe verwendet wurde und nicht in derselben Farbe wie halt die Krone hier in dieser Uhr. Ich verstehe nicht so ganz warum, aber das macht dieses gesamte kohärente Bild ein bisschen kaputt von einer Keramikuhr. Als nächstes möchte ich über das Ziffernblatt sprechen. Das ist Big Pilot typisch, extrem simpel gehalten, wirklich unfassbar simpel. Ob es gut ist oder nicht, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Manche mögen es, manche nicht. Ich finde es okay. Ich meine, es ist irgendwo eine Toolwatch, es ist ein mattes Ziffernblatt. Ich finde, es rettet die Uhr extrem, dass wir hier die 7-Tage-Gangreserve haben. Zum Werk komme ich gleich. Ich finde, es tut der Uhr extrem gut, dass wir auf 3 Uhr die 7-Tage-Gangreserve-Anzeige haben. Das gibt der Uhr noch ein bisschen mehr Leben, was ich zum Beispiel bei der Big Pilot 43 extrem vermisse, aber zu der Uhr komme ich gleich. Was mir sehr gut gefällt, sind die Zeiger, denn ich liebe diese Piloten-Style-Zeiger von IWC. Ich finde, IWC hat dieses Design praktisch patentiert. Es ist sozusagen deren Design, auch wenn jetzt viele vielleicht beim Thema Hommage wieder mit mir diskutieren werden, aber das ist so ein bisschen IWCs Design, finde ich, und das ist auch deren Designsprache, und ich finde es super, dass sie das auch weiterhin so verfolgen. Die Zeiger sind extrem gut, die Uhr ist sehr gut leserlich. Was mir sehr gut gefällt, ist das Gegengewicht des Sekundenzeigers, denn das ist nämlich einerseits ein roter Pfeil, aber wenn ihr genau hinschaut, sieht das Ding aus wie ein roter Jet. Und ich finde das extrem cool, und das unterstützt nochmal diesen ganzen Top Gun Flair. Was mir ebenfalls sehr gut gefällt, ist das Datum bei 6 Uhr. Wir haben nicht so viel Höhenunterschied, das Datum integriert sich perfekt in das Ziffernblatt, ist schwarz unterlegt, passt genauso wie es ist, gefällt es mir sehr, sehr gut. Was mir nicht gut gefällt, Leute, ist die Leuchtmasse. Die Zeiger haben extrem geile Leuchtmasse, aber IWC, warum hat nur 12, 6, 9 und 3 eine Leuchtmasse? Und zwar nur so kleine Vierecke, das ist doch eine Pilotenuhr. Der gesamte Zweck dieser Uhr ist es, so gut wie möglich ablesbar zu sein. Und das machst du im Dunkeln mit ganz viel Leuchtmasse. Und die Uhr ist ja wohl dafür prädestiniert, überall Leuchtmasse zu klatschen, wo ihr seht. Aber nicht alles, was weiß ist, ist hier Leuchtmasse. Ich finde, da hat IWC wieder eine Chance vertan. Um das ein bisschen zusammenzufassen, finde ich super gut an dieser Uhr, dass sie erstens ein geiles Design hat, 7 Tage Gangreserve hat, sie ist ultra bequem, hat ein Datum auf 6 Uhr und das Band und die Schließe sind absolut mega in der Haptik und in der gesamten Bequemlichkeit. Was ich allerdings nicht so gut an der Uhr finde, ist tatsächlich, dass sie ein Ticken groß ist, aber das mag jetzt wieder an dem Ding liegen, dass es halt eine Big Pilot ist. Das Gehäuse ist halt extrem langweilig verarbeitet, Krone und Schließe sind nicht aus Keramik und Krone und Schließe haben unterschiedliche Farben und die Leuchtmasse. IWC, ich möchte euch gerne vorschlagen, was meiner Meinung nach eine perfekte Uhr wäre und die ich unbedingt haben wollen würde, und ich glaube, ich wäre da nicht der Einzige. Wir wissen ja, dass dieses Werk mit den 7-Tage-Gangreserve auch in der Portugiesa verbaut ist. Und die Portugiesa hat meines Wissens nach 44 mm. So, anstatt eine Pseudo-Big Pilot in 43 mm zu machen, wo man nicht genau weiß, ist es jetzt eine größere Mark oder eine kleinere Big Pilot, hätte ich genau dieselbe Uhr gemacht. Genau wie sie ist, einfach in 44 mm. Wenn möglich sogar 43 mm. Mit den 7-Tage-Gangreserve, mit Stahlgehäuse. Wenn ihr Keramik macht, macht es doch bitte in einer schönen Verarbeitung, genau wie bei Stahl, mit Keramikgehäuse und Keramikkrone, weil dann zeigt ihr auch, dass ihr wirklich diese Extrameile geht. Und aktuell sehe ich nicht, dass IWC bei diesen Keramikmodellen zumindest die Extrameile geht. Und das sehen wir leider auch bei den neuen Modellen, Lake Tahoe, Woodland und so weiter. Da haben wir wieder eine Keramikuhr, geiles Konzept, aber warum sind Drücker, Krone und Schließe nicht Keramik? Ich verstehe es einfach nicht. Vor allem mittlerweile müsste es sich doch rentieren, weil IWC ja mittlerweile so viele verschiedene Keramikmodelle im Sortiment hat, dass es sich lohnt, auch Keramik schließen zu machen. Also dieser Punkt erschließt sich mir nicht ganz, aber who am I to judge? Das war auf jeden Fall mal meine Meinung zu IWC Big Pilot Top Gun. Und Fun Fact, die Top Gun hat nichts mit dem Film Top Gun zu tun, denn der Film ist tatsächlich an eine echte Division der Air Force der amerikanischen angelehnt, genauso wie diese Uhr. Also beide Filme lehnen sich an derselben Sache an, aber Film und Uhr haben nichts miteinander gemeinsam. Wusste ich nicht. Gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne Likes und Abos da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.